Hallo und willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich habe gerade bestimmt schon 3 Anläufe versucht, hier kommen ständig Autos vorbei. Ich bin an der Esnos mit meinem neuen Fahrrad, also das für Kanada, und versuche das hier mal so ein bisschen einzufahren. Bin echt gespannt, es ist saugeil, wirklich, aber ja, man muss sich halt einfach ein bisschen dran gewöhnen, das ist halt ein neues, fremdes Fahrrad. Ihr kommt einfach mit, ich habe die GoPro auf dem Helm, viel Spaß! Das ist jetzt die erste Fahrt, es geht wie Hölle, es ist super leise und tritt sich geil bergauf und es war genau die richtige Wahl. Ich habe zwar echt lange überlegt, ich wollte eigentlich das Silverback mitnehmen. Das geht auch höllisch bergab, also es ist wirklich so ein kleiner Downhiller. Also ungefähr wie das Nomad. Allerdings ist das Silverback bergauf zu treten, ist echt anstrengend. Also da hat man echt ein bisschen zu kämpfen. Und deswegen, schaffe ich das hier? Ja, deswegen dachte ich, ich brauche irgendwas, was richtig viel Federweg hat, aber eben auch noch gut bergauf zu pedalieren ist. Und das Nomad mit dem VPP-Hinterbau ist einfach genauso eine Waffe, also echt geil. Zusätzlich noch 170 mm Federweg vorne und hinten, also ja, sehr, sehr feinste Sahne hier für Bikepark. Also wir werden wahrscheinlich mal nach Whistler reinschauen, beziehungsweise wisst ihr das überhaupt? Ich fliege mit dem Emanuel nach Kanada. Wir haben das kurzfristig entschieden. Ich hatte irgendwie noch ein paar Tage Urlaub und er auch. Und die Flüge waren sehr günstig. Und ja, deswegen wird es auch heute hier nur eine sehr entspannte Runde, wie ihr wahrscheinlich gerade merkt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mich noch hinhaut kurz davor. Also es ist jetzt eine Woche davor, nicht mal, es ist gerade Sonntag. Und wir fliegen am Freitag. Das ist geil hier. Aber ich wollte natürlich das Fahrrad einmal testen. Also ich habe nur den Rahmen gekauft und wo geht's denn hier lang? Ja toll, jetzt schaffe ich den Sprung nicht mehr. Ich hätte oben bleiben müssen, dammit. Ich habe nur den Rahmen gekauft mit Dämpfer und die Gabel und habe dann die Teile von meinem Capra eben dran gebaut. Servus! Sorry, ich trete mit der GoPro, nicht wundern. ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht so viel am Dämpfer eingestellt. Der Hinterbau ist so krass von dem Bike. Also die Gabel, da musste ich ein bisschen bei der Low-Speed-Compression einige Klicks reinmachen, die ist mir irgendwie mal weggetaucht und oder rausmachen. Ich habe keine Ahnung, wie man, also in welche Richtung härter ist, aber auf jeden Fall härter. Und ja, sonst geht das Bike sehr, sehr gut. Also ich würde bergab sagen, es ist fast wie das Silverback, also wirklich ähnlich, weil das halt auch so ein Downhill-Bolide ist. Aber beim Bergauffahren merkt man den VPP echt tierisch. Also ich bin jetzt nicht so der Bergauffahrer und trotzdem geht es echt mega gut, ey. Hui. Ja, und springt sich auch sehr angenehm. Wie ihr seht, bin da gerade echt easy peasy drüber gekommen. Zack, über den auch. Oh, es bockt sich, Leute. Und es klebt halt echt am Boden. Das ist so Wahnsinn. Ja, ich bin super gespannt auf Kanada. Wir haben noch gar nicht so viel geplant, muss ich gestehen. Also wir haben eine Unterkunft in North Vancouver, also recht nah an der North Shore dran. Und ansonsten, oh, da kommt jetzt gleich der Sprung. Oh, ich bin schon voll schlapp. Hui, ja Mann, geil. Ja, North Vancouver, North Shore, und werden da halt recht häufig fahren und werden dann halt auf jeden Fall mal nach Whistler rüber oder Kamloops oder keine Ahnung. Servus! So, jetzt hier oben lang, um noch den Sprung mitzunehmen. Zack! Ach ja, so geil. Puh. So, und schon sind wir wieder unten. Sehr cool, ich glaube, das war's fast. Lena ist ja dabei, die chillt hinten, da ist eine ganz coole Aussichtsplattform, Punkt, keine Ahnung. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich schon wieder langsam zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein bisschen kürzer, aber es wäre vielleicht auch mal angenehm. Dafür mit B-Roll und schickem Fahrrad. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich finde es sehr geil. Ist auf jeden Fall das Richtige für Kanada. Für hier ist es, glaube ich, für manche Trails ein bisschen überdimensioniert. Mal sehen, also ich glaube, da werde ich häufig das Silverback dann fahren, aber ja, ich glaube, das wird sich noch herausstellen.
Gut Leute, vielen Dank fürs Anschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Bis dahin, passt auf euch auf, ride on, ciao, ciao!